BR 114 Einführung. In dieser Einführung lernen Sie, wie man diese DB BR 114 Lokomotive fährt. Oder auch 114. Und damit begrüße ich euch. Stellen Sie den Richtungsschalter auf Vorwärts. Dieser gibt die Fahrtrichtung vor. Ganz herzlich hier aus dem Trainsimult 5 zum Tutorial, wie man die Baureihe 114 fährt. Wir machen Folgendes. Wir gucken uns erstmal hier dieses Bedienelement an, nur mal zu sehen, was das genau alles so bieten kann. Wir haben hier den Richtungsschalter, das ist dieser Schalter, den kann man dann nach vorne stellen, dann sind wir in der Vorwärtsfahrt. Das hier ist der Geschwindigkeitswähler, da können wir im Grunde die Geschwindigkeit vorwählen. Der Zug- und Bremskraftwähler, den können wir ein bisschen runterstellen. Das ist, gibt im Grunde genommen an, mit wie viel Prozent der Kraft Zugkraft oder Bremskraft eben anläuft. Und den sollte man, glaube ich, beim Anfahren nicht unbedingt immer auf 100% haben, sondern durchaus mal ein bisschen runterstellen, weil ansonsten wird viel zu viel Leistung auf einmal aufgeschaltet. Die Hilfssteuerung wird, glaube ich, nur verwendet in Bahnbetriebswerken und wenn man auf ein Fahrzeug zufährt, an das man ankuppeln möchte. Also die nutzt man normalerweise wohl nicht während normaler Zugfahrten. Hier ist die Instrumentenbeleuchtung, die können wir auch anschalten. Dann haben wir auch ein bisschen Licht. Lokführerpultbeleuchtung meinetwegen auch. Und das hier sind die Programme. Hier erstmal die nach vorne. Die Zugspitzensignale müssen eingeschaltet werden, um anzuzeigen, dass dieser Zug betriebsbereit ist. Dazu gehen wir dann einmal hier in den Maschinenraum rein. Einmal hier durch und in den anderen Führerstand und schalten die hier auf weiß. Ich weiß zwar nicht so genau, warum in diesem hinteren Führerstand, aber okay. Wir tun es einfach mal. Wird schon eine falsche Tür. Hier, die hier. Und hier wieder zurück. Dann müssen wir einmal hier den Bremsschlüssel auf einstellen. Öffnen Sie die Fahrgasttür. Und die Türen öffnen auf der rechten Seite. Das können wir dann hier machen, indem wir das nach rechts stellen oder eben über die Taste U. Genau, die Baureihe 114 ist im Grunde genommen wie die Baureihe 143 oder auch die Baureihe 112, nur dass die 160 km/h fahren darf tatsächlich, anders als die 112 und die 143. So, Türen sind zu. Der Zug ist jetzt bereit zur Abfahrt. Okay. Lösen Sie die Bremsen. Ja, okay, ich verstehe nicht ganz. Also das mit dem Licht hat jetzt irgendwie nicht ganz geklappt. Ich weiß nicht, was das, wieso das Tutorial wollte, dass wir da hinten das Licht anschalten. Hier müssen wir auf jeden Fall die Spitzensignale einschalten. So, das ist das Führerstandslicht. Dann haben wir hier die Zugsammelschiene, die schalten wir noch ein. Die Zugbeleuchtung, damit die Fahrgäste auch Licht haben. Handbremse ist gelöst. Kompressor ist auch automatisch. Trafolüfter ebenfalls automatisch. Das passt soweit. Hier sind Hauptschalter und Stromabnehmer. So, jetzt haben wir mittlerweile Licht auch hier vorne. Das hat vorher jetzt irgendwie nicht geklappt, weil der TSW wollte, dass wir hinten Licht einstellen. Ich weiß nicht wieso, das wird wohl irgendein Fehler gewesen sein. Hier haben wir die Scheibenwischergeschwindigkeit, die wir noch einstellen können. Cool. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Und hier können wir den Scheibenwischer an- und ausschalten. Ne? Also, okay. Funktioniert nicht. Naja, was haben wir hier? Nicht einschalten. Okay, gut, dann tun wir das mal besser nicht. Hier ist das BZB-Eingabesystem, ist jetzt nicht bedienbar wie bei der Expert 101. Dann nehmen wir hier die Temperatur, Oberspannung und Oberstrom. Hier können wir die Ziele auswählen, können zum Beispiel hier auch jetzt einstellen. Achso, ich glaube, wir können das hier gar nicht, im Tutorial können wir das, glaube ich, nicht einstellen. Aber genau, hier könnte man theoretisch das Ziel einstellen und hier sind noch so ein paar Steuerungselemente, die aber nicht weiter bedienbar sind. Was machen wir als nächstes? Wir lösen die Bremse. Stellen Sie den Geschwindigkeitswähler auf 100 km/h, um in Bewegung zu kommen. Genau, den Geschwindigkeitswähler stellen wir jetzt erstmal auf 1. Zug- und Bremskraftwähler ist bei 40, 50, 60% gestellt. Definitiv nicht mit 100% losfahren. Vor allen Dingen nicht bei schlechten Geschwindigkeiten. Wir stellen hier die 100 km/h ein. Und wir sehen,
Hier wird dann automatisch, werden dann die Fahrstufen aufgeschaltet von der Lok. Wir sehen gerade, wir sind in Fahrstufe 5. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Zug- und Bremskraftwähler höher stellen, dann wird auch automatisch eher noch Zugkraft aufgeschaltet. Jetzt sind wir in Fahrstufe 6, jetzt sind wir in Fahrstufe 7 und wir beschleunigen langsam und fahren los. Wir dürfen sogar 160 km/h fahren. Wir sehen hier, wir kommen in den Radschlupf. Das liegt einfach daran, dass zu viel Leistung aufgeschaltet ist. Weil hier die Nadel so hin und her springt. Genau, also ne, definitiv aufpassen, dass man dann nicht zu viel Leistung aufschaltet, weil ansonsten fängt die Lok an zu schleudern und das wollen wir nicht. Ebola-Display ist soweit nicht bedienbar, mit Ausnahme von Helligkeit und auf Schwarz-Weiß stellen und so, das funktioniert. Und wir haben hier dann das Fahrgastinformationssystem, beziehungsweise die Zugzielanzeige und hinten dran haben wir natürlich unsere altbekannten Dostos. Jetzt können wir auch mal sehen, wie das Ganze hier im Tunnel aussieht. Nachdem Sie nun etwas Geschwindigkeit aufgebaut haben, können Sie den Geschwindigkeitswähler in die Ausposition bringen, um den Zug rollen zu lassen. So, genau, den können wir dann auf Ausstellen. Auf ebenen Strecken können Sie die Geschwindigkeit beibehalten, um den Energieverbrauch und die Belastung der Motoren zu verringern. Achten Sie beim Ausrollen immer auf die Steigung, denn Änderungen können dazu führen, dass der Zug schneller oder langsamer wird. Ja. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, ziehen Sie die Bremse ein wenig an, indem Sie das Führerbremsventil in den Bremsbereich bringen. Okay, das machen wir jetzt nicht. Wir dürfen nämlich 160 km/h fahren, bevor wir jetzt am Bahnhof dort anhalten. Probieren wir das auch mal einfach aus und schauen mal, wie so die 114 sich verhält. Wie schnell kommt sie auf Geschwindigkeit? Wie hört sich der Sound an bei 160 km/h? Fenster können wir natürlich aufmachen. Rollo können wir auch runterziehen, auch hier natürlich und hier ebenso. Kann auch hier nochmal den Zug- und Bremskraftwähler ruhig nochmal ein bisschen höher stellen. Hier haben wir dann noch die Programme mit Fahren, nur Bremsen, den, was haben wir hier, bedingten Auslauf und den, das müsste der, genau, Programm Löschen sein. Nur Fahren, nur Bremsen, bedingter Auslauf und Programm Löschen. Das ist, sagen wir mal, eher so. Sie nähern sich dem nächsten Bahnhof. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, indem Sie das Führerbremsventil in den Bremsbereich bewegen. Ja, also diese Programme, die können wir uns mal in richtiger Fahrt mal zusammen angucken. Ich glaube, das führt ein bisschen zu weit, das jetzt zu tun. Was ist denn dann 7 Metern? Hä? Okay, also das Tutorial ist ein bisschen vermackt. Aber ich glaube ehrlicherweise, also wir gucken uns das Ganze natürlich einfach mal an, um uns auch mal die 114 angeguckt zu haben. Aber ganz ehrlich, ich glaube keiner von euch wird sich Frankfurt Fulda holen für die Baureihe 114 und die Dostos. Da bin ich mir ziemlich sicher. Von daher, ja. Kann man jetzt auch über dieses Tutorial irgendwie ein bisschen hinwegsehen. Und an sich scheint ja alles zu funktionieren mit der 114. So, 1,4 Kilometer Luftlinie noch. Ja, nochmal der Hinweis an dieser Stelle. Heute Abend, vermutlich so gegen 18 Uhr, Pi mal Daumen, Livestream von der Strecke Frankfurt-Fulda hier auf dem Kanal.
Ja, macht aber auch irgendwie Spaß, ne? Mit der 114 rumzufahren. Vielleicht machen wir auch mal ein Bildchen an dieser Stelle. Damit das auch mal gemacht wird, wurde. Und da können wir natürlich hier mal ein bisschen fortlaufen lassen. Ja, genau. Ne? Jetzt ist das, jetzt ist der Zug in einer Position, die mir viel, viel besser gefällt. Ja. Jawohl. Oh, nein, jetzt ist da schon wieder die die Oberleitung. Lass mir den Zug noch ein bisschen fortlaufen. So. Noch ein bisschen. So, genau. Also mir gefällt das auf jeden Fall sehr, dass man das hier einstellen kann. Dann können wir das Sichtfeld runterstellen. Die Schärfentiefe. So, der Schwerpunkt passt soweit. Die Belichtung ein bisschen erhöhen. Die Helligkeit leicht erhöhen. Dann können wir hier meinetwegen noch ein bisschen Bewölkung reinmachen. Ja, irgendwie so vielleicht. Vielleicht ein bisschen die Uhrzeit anpassen. Ja, mir so gefällt mir das. Jawohl. Und jetzt müssen wir, glaube ich, langsam bremsen. Dazu nutzen wir das Führerbremsventil. Hat auf jeden Fall eine gute Bremsleistung, definitiv. Wir schauen, dass wir ungefähr 60 km/h am Bahnsteigsanfang fahren. So, Bremse nochmal lösen. Können auch natürlich hier die direkte Bremse ebenso mitnutzen. So, übrigens das Makro. Kennt man von der 143, ist das gleiche Makro. Oh, jetzt müssen wir mal ordentlich reinbremsen. So, das wär's dann auch schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir öffnen jetzt auch noch die Türen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Macht's gut. Tschüss. Und ja, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.